Die heutige Sitzung der FED findet in einem sehr delikaten und pikanten Umfeld statt, denn Jerome Powell ist in der Situation, dass er möglicherweise seine vorletzte Pressekonferenz halten wird. Warum? Weil Joe Biden in einer politisch sehr angespannten Situation ist. Die Demokraten haben die Gouverneurswahlen in Virginia verloren und vor allem kriegt er sein Build Back Better Programm nicht durch, der gute US-Präsident, und muss deswegen Zugeständnisse machen, vor allem an die linken US-Demokraten. Und es sind die linken US-Demokraten, wie Elizabeth Warren, die sagen, der Jerome Powell als Fed-Chef, der produziert Exzesse mit seiner ultralaxen Geldpolitik, die begünstigt vor allem die Reichen. Das ist etwas, was die linken Demokraten nicht wirklich sehen wollen. Und es kann gut sein, dass hier Biden dann bald den guten Jerome abberufen wird und Dunley L. Brainard nochmal versucht, an die Stelle von Powell zu setzen. Aber es kann eben auch bedeuten, dass Powell ein bisschen hawkischer sein könnte. Ganz zur Überraschung der Märkte, die sagen, ja, okay, Tapering wird angekündigt, das war's dann. Und dann machen wir Business as usual. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber hier mal die Ausgangslage jetzt vor der heutigen Situation. Hier sehen wir den Jerome, der überlegt sich schon, naja, was kann ich denn kaufen, wie seine Kollegen, etwa Clarida, der Vizechef, oder Rosengren und der Dallas Fed-Chef, die inzwischen ja angekündigt haben, auszuscheiden mit ihren Portfolios. Auch Jerome Powell hat ja so einiges da an Wertpapieren liegen, die durchaus profitiert haben von seiner eigenen Geldpolitik. Man rechnet jetzt mit einem Tapering von 15 Milliarden Dollar, sodass man in Mitte des Jahres fertig wäre mit den Anleihekäufen, aber weit und breit keine Zinsanhebung in Sicht, so die Märkte. Weil man erwartet, dass Powell die Botschaft wiederholt, okay, wir tapern, aber wir werden absehbar und lange nicht die Zinsen anheben. Aber vielleicht kommt es anders. Dudley, der ehemalige Chef der New York Fed, die eine herausgehobene Stellung hat, hat gesagt, ja, also so wie es aussieht, wird die Fed die Zinsen deutlich stärker anheben müssen, als die Märkte erwarten. So wie zwischen 2004 und 2006, als die Fed auch zu passiv war und dann sehr schnell die Zinsen von 1 auf 5,25% anheben müsste. Und er sagt, ja, aber selbst wenn sie das tun muss, die US-Wirtschaft ist so robust, dass sie Zinsanstiege vertragen kann. Also ein Insider, der sicherlich noch Kontakte hat zu den Granden, zu den Großkopferten innerhalb der Fed, der sagte so etwas. Interessant, vor allem kann er das sagen, weil er eben nicht mehr im Amt ist. Das macht das Ganze interessant. Analysten wie Jim Bianco sagen, ja, also die Fed und andere Notenbanken, die sind in so einer Art Verleugnungsposition, denn die Inflation, die ist dauerhaft und wird nicht so schnell aufhören. Die Notenbanken würden das ignorieren. Naja, wir sehen, weltweit werden die Zinsen bereits angehoben. Heute Polen, das den Leitzins auf 1,25% angehoben hat, deutlich mehr als überhaupt erwartet war. Brasilien, wie sie alle heißen, die haben in letzter Zeit die Zinsen angehoben. Der Trend geht ganz klar in Richtung Zinsanhebung. Und wir sehen in den USA etwa, dass wir jetzt eben durch die Politik der Fed die Situation haben, dass 60%, nämlich die Mittelklasse in den USA, zu denen man 60% der Amerikaner rechnet, jetzt genauso viel Vermögen hat wie die Top 1%. Genau das ist das, was die linken Demokraten monieren und sagen, das muss anders werden. Und wie gesagt, Biden muss vielleicht darauf Rücksicht nehmen und damit auch der Fed einen anderen Kurs, eine andere Vorgabe geben. Das zumindest ist im Bereich der Möglichkeiten. Les Roberts sagt, ja, wir sehen hier Mieten als das ganz große Thema. Das ist nur ein Faktor. Die Arbeitskosten dazu gleich mehr sind das andere große Thema. Die Fed wird dreimal die Zinsen anheben müssen, so sagt Lance Roberts. Und damit letztendlich in eine ohnehin schon sich abschwächende Wirtschaft potenziell eben dann noch die Geldpolitik straffen müssen. Nicht schwach war heute etwa der ISM-Index Dienstleistung. Das war der beste Wert, den wir seit Aufzeichnung der Daten haben. Die Daten gibt es seit 1997. Hier sehen wir mal die Grafik, wie der nach oben schießt. Aber die Preise stark gestiegen. Und kurz vorher wurde Market, der Einkaufsmanager-Index von Market, veröffentlicht. Da heißt es, dass die Firmen eben so stark die Verkaufspreise angehoben haben, eben aufgrund des Kostendrucks, dem sie selber ausgesetzt sind, wie noch nie. Also das klingt jetzt nicht so super vorübergehend. Jetzt kommt die Geschichte obendrauf, dass die Fed, respektive die Fed wird erstmal tapern, also wird sicherlich die Anleihekäufe reduzieren, aber die Treasury, also das Finanzamt in den USA, das Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass man weniger Anleihen ausgeben wird in den nächsten Jahren als zunächst gedacht. Und zwar bei den 13- und 30-jährigen Staatsanleihen
Da wird man also ungefähr 2 Milliarden weniger emittieren. Es kommen also weniger Staatsanleihen auf den Markt. Die Fed wird weniger davon kaufen. Das könnte dafür sprechen, dass die Renditen eben bald deutlicher nach oben gehen. Und wir sehen jetzt mal hier in dieser Grafik von Lisa and Saunders, dass die Anleihen mit negativer Rendite total auf dem Rückzug sind. Das Volumen wird immer weniger. Da sehen wir schon deutliche Veränderungen, sehen wir schon deutliche Renditeanstiege weltweit. Auch die deutsche Bundesanleihe steht ja jetzt deutlich höher. Wir sehen übrigens in diesem ISM-Index, das vielleicht noch erwähnt, die sogenannten Supplier Deliveries, also die Lieferzeiten, zweithöchster Wert, ever Backlog, all-time high. Wir sehen also nach wie vor Materialmangel, Lieferengpässe. Markus Koch hat heute in seinem Video gesagt, ja, also wir haben den Hochpunkt da längst überschritten. Es gebe da viele Anzeichen dafür, dass das der Fall sei. No, sir, that's not the case. Markus Koch zitiert hier einzelne Fälle. Okay, klar, es gibt diese anekdotischen Erzählungen, aber in diesen Indizes sehen wir, dass das nicht der Fall ist, dass also im großen Bild nach wie vor immer weiter die Dinge hier eskalieren und wir von einer Trendwende noch nicht sprechen können, auch wenn ich dem Markus natürlich ungern widerspreche. Sie wissen, ich bin ja teilweise noch bullischer als der Markus Koch, aber schauen wir mal, jedenfalls sehen wir, dass der ISM heute einmal mehr ein klares Warnsignal ist, dass eben diese Probleme nicht verschwunden sind. Und ich hatte kürzlich mal eine Grafik gezeigt, die andeutet, wenn die Lieferengpässe, wenn Materialmangel weiterhin bestehen bleibt, dann bleibt die Inflation auch im nächsten Jahr über 5% und dann hat die Fed eben gar keine andere Möglichkeit. Hier eine interessante Grafik, NFIB, das sind die kleinen Unternehmen in den USA und hier werden die gefragt, ja, was ist dein größtes Problem, was ist dein größter Kostenblock, wo kriegst du die Probleme nicht in den Griff? Und dann wird hier gesagt, Arbeitskosten, die Löhne steigen also massiv und wir sehen immer, wenn dieser Wert über 8 kommt, dann folgte wenig später eine Rezession, das sind diese dunkelgrauen Felder. Jetzt sind wir bei 12, höchster Wert ever, der jemals erreichte wurde. Diese Umfrage gibt es seit 1973, also seit 48 Jahren und all das deutet darauf hin, dass die Geschichte hier noch weitergeht. Bank of America ist einer der wenigen, die nicht so euphorisch bullisch ist wie die anderen. Wir sehen ja den Fear and Greed Index jetzt fast bei 80. Wir sehen, Jahresendrally kommt, Buybacks beginnen. Es gibt da gar kein Argument mehr eigentlich, das dagegen spricht. Bank of America sagt ja, sell the vaccine. Wir sind jetzt Peak-Optimismus, Peak-Positionierung der Investoren, Peak-Policy, Peak-Profits, alles Peak. Und man versucht das mit einer Grafik zu verdeutlichen, aber das sind natürlich Ketzer. Ebenso wie diejenigen, die an der Göttlichkeit der EZB zweifeln. Das sind verlorene Seelen, gewiss, denn die EZB hat uns heute in Gestalt von Madame Lagarde persönlich versichert, dass alles ist okay, Inflation wird zurückgehen, weil wir wollen es so. Man werde lange, lange, lange nicht die Zinsen anheben und die Märkte würden sich irren, wenn sie schon 2022 von einer Zinsanhebung ausgehen würde. De Costa, der Spanier bei der EZB, hat dem beigepflichtet. Also man hat heute alle auftreten lassen, die nicht rechtzeitig auf den Baum kamen aus der EZB, um zu versichern, oh, wir haben alles im Griff, Kinder. Das stimmt mich leicht misstrauisch. Gucken wir nochmal nach Europa. 4 Tage in Folge, jetzt kommt kein Gas mehr aus Russland durch die Standard-Pipelines, durch Jamal zum Beispiel, das ist die Pipeline, die über Weißrussland, über Polen dann nach Deutschland führt. Also Russland liefert nicht, da ist vielleicht eine erhöhte Notwendigkeit, einmal Nord Stream 2 jetzt zu genehmigen, gell, jetzt wird es ja langsam kälter so im Winter. Das wird auch die Grünen überzeugen, wir sehen heute Natural Gas heute in Europa um über 16% gestiegen, shit happens und wir sehen hier Ministerium, hier Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, die Versorgungslage bei Magnesium bleibt sehr angespannt, das ist für Aluminium und Legierungen aus Aluminium ein Riesenproblem, denn dann können die nicht mehr produzieren, die Lager reichen noch bis Ende November, das würde bedeuten, dass keine Autos, keine E-Fahrzeuge, keine E-Bikes etc. mehr produziert werden können oder zumindest lange nicht mehr in dem Maßstab, selbst wenn wir dann die Chipkrise irgendwie mal überwinden könnten, dass also die Chips wieder mehr kommen, wenn kein Aluminium da ist, dann kann man praktisch keine Autos mehr bauen und das Aluminium, das Magnesium, das kommt aus China. Hier hat das Land nun angekündigt, in den nächsten 15 Jahren 150 Kernkraftwerke zu bauen. Das ist mehr als die gesamte Welt in den letzten 35 Jahren gebaut hat. Dann hat man interessanterweise 38 EPS.
jetzt erstmal verboten, die zu viel persönliche Daten sammeln. Okay, also man denkt seitens der Führung in Peking ganz stark an die Datensicherheit seiner Konsumenten. Das sind absolute gute Menschen und so gut, dass sie auch garantieren, dass die täglichen Grundnahrungsmittel wie Gemüse weiterhin vorhanden sind und dass die Preise stabil bleiben. Das sind ja Meldungen, die so harmlos sind, dass man sich schon fragt, ja, warum meldet man sowas? Warum wird so etwas gesagt seitens der Chinesen? Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Morgen, meine Damen und Herren, Boom und Bust, China über den Systemkampf zwischen China und den USA, über Xi Jinping mit Jürgen Kremp, ehemaliger Spiegel-Korrespondent in Peking, jemand, der sich da extrem gut auskennt. Mit dem werden wir morgen 18:30 sprechen. Ich packe den Link wieder unter das Video und ich verweise als zweites, bevor Sie vielleicht mir Gesellschaft leisten, bei dem Fed-Statement um 19 Uhr und dann 19:30 die Pressekonferenz verfolgen. Ich mache da kein eigenes Video, aber bei finanzmarktwelt.de gibt es Artikel, wo ich praktisch live kommentiere. Müssen Sie dann immer wieder aktualisieren. However, zweiter Artikel, Immobilienblase in den USA, erstes Anzeichen für großen Stress, da ja gestern eine ominöse Meldung des Unternehmens Zillow, mehr dazu in dem Artikel, auch das unter dem Video. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.